Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Mein Name ist Cashew. Ich hänge hier noch in der in dem Trans Am drinne und der eignet sich leider nicht für ein Fluchtauto oder als Fluchtauto. Deshalb, wir sind ja gerade dabei, das große Ding zu planen. Muss ich mal gucken, vielleicht der hier ganz cool. Ja. Ah, dieses Auto eignet sich als Fluchtfahrzeug. Okay, jetzt muss ich das erst tunen. Okay. Das machen wir anders. Dann suche ich mir mal schnell hier eine Tuninghalle. Das war eine Waschstraße, oder? Weil wir haben Fahrgeschäft, Abschleppplatz. Wo sind denn jetzt die? Hier. Wo sind denn jetzt die Dinger, Alter? Jetzt sehe ich die nicht. Doch, da waren sie. Los Santos Customs. So, wir haben da unten eins. Wir haben aber auch eins in unmittelbarer Nähe. Immer ein Wegpunkt. Und da fahre ich jetzt nochmal hin und vielleicht finde ich da noch ein anderes Auto, was vielleicht ein bisschen geeigneter ist. Brauche auf jeden Fall vier Plätze. Also vom Grundtuning her ist da bestimmt noch die eine oder andere Karre, was ein bisschen flotter unterwegs ist. Ist für Crack. Scheiße hier. Fahr mal kurz ein Stück hier hoch Richtung Sonne, auch wenn sie blendet wie die Sau. Weil es gibt je nachdem, wo ich mich ja befinde, fahren mir auch andere Autos so ein bisschen entgegen oder fahren andere Autos umher. Wir werden beide nicht gehen. Schade. Aber der würde gehen. Nehme ich mal stark an. Eignet sich als Fluchtfahrzeug. Bitte ist eigentlich relativ cool, das Auto. Werden wir jetzt mal gucken, ob wir das noch ein bisschen tunen können. Fucking. So, Polizei will aber nichts von mir, das ist gut. Schnell hier runter. Ich bin mir eigentlich gar nicht so sicher, ob ich hier tuningtechnisch überhaupt was machen kann. Kommen wir da erstmal rein. Here for the magic touch.
gib mir mal die Magic Touch, ey. So, erstmal reparieren. Panzerung. Bremsen. Rennbremsen. Motor, ganz wichtig. Is that street legal? Ah, who cares? Uhuhu. Look, it's sharp. Wieder kein Unterschied, außer da unten die Lippe. Scheinwerfer, Xenon, Neon Kids. Ja, Mann. Ja, ich knall das jetzt hier voll, ey. Zack. Ich hoffe, wir kriegen genug Geld. Damit sich das hier auch lohnt. Goldene Dusche. Ich denke, das passt. So, ein Nummernschild brauchen wir nicht. Seitenverkleidungen. Tuning-Seitenverkleidung. Jo. Spoiler. Natürlich. Gibt's da nur einen kleinen. Ha, aber egal. Federung. Wettkampffederung. Nehmen wir mal die Sportfederung. Getriebe. Rennengetriebe. Turbo. Turbo-Tuning, ja. Reifen. Reifenzubehör. Schusssichere Reifen. Vor allem ist mir eigentlich scheißegal. Felgentyp. Weil ich jetzt ehrlich gesagt ein hier Dinger auf Helgenfarbe. Lachsrosa, Sonnenaufgang, Orange, leuchtendes Orange, Gold. Ja? So, Fenster haben wir noch. Da machen wir dunkles Rauchglas oder Limousine. So, und... Ah, nein, ich war noch nicht fertig. Muss ich nochmal reinfahren. What's wrong with her now? Ja, gib mir noch eine Lackierung, bitte. Lackierung. Die Mehrfarbe. Metalle. Pures Gold, gebürstetes Gold. Allig. Hier auch Gold irgendwie. Gelb, Alter. Yes, nee. So, mehr Grün. Aber ja, ich finde das hier eigentlich gar nicht so schlecht. Auch wenn es jetzt nicht Gold ist. Wir hatten hier aber auch noch Perleffekt. Jetzt wirklich ein Unterschied.
Ist mir auch egal. So. So passt es einigermaßen. Als Fluchtauto. So, jetzt muss ich die bloß noch irgendwo abstellen. Weiß bloß nicht genau wo. Mal wieder. So. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Lester anrufen. Jo. Entschuldigung. Hey, I got something we can use for the getaway. I'll call you when it's in the parking garage. Okay, I'm not going anywhere. Boah. Automatisch speichern. Hätte ich mir das gar nicht, hätte ich mir das sparen können hier. Da hätte ich mir das sparen können. So, fahren wir zum Parkhaus. So, das Auto hätte Schissel, Nissel, Assi, Sohn auch nicht besser getunt. Auf jeden Fall kugelsicher, kugelsichere Reifen. Ich glaube, das ist dann somit das Wichtigste eigentlich. Da auf dem hinteren Parkplatz. Warum nicht? Dann. So, erst beschlagen, um die überflüssige Adrenalin aus dem Körper zu kriegen. Da wollte ich eigentlich hin. So, jetzt habe ich doch hier gerade gesehen HS. Dann ist das hier wohl wahrscheinlich der Zug. Anrufen. Hey Les, getaway car's in the garage. So, if we can just get a hold of the train, we'll be ready to hit it. Klar. Kümmere ich mich drum. Fucking crazy. Was denn? Come on, lady. Don't fight. Oh, lange Tour wieder. Zum Zug. Zum Zug. Und schauen wir mal, ob wir den Zug noch kriegen. Ist ja noch ein Stückchen zu fahren. Und je nachdem, wie das jetzt hier abläuft, können wir dann nächste Folge wahrscheinlich schon das große Ding durchziehen. Bin ja mal gespannt, ob das wirklich so ein riesen Ding wird. Bin echt gespannt. Mal schauen.
Auf jeden Fall erstmal wieder eine Weltreise machen. Hoffe natürlich nach wie vor, dass das Spiel auch mitspielt. Will hier gar keinen Teufel an die Wand malen. Aber es ist in der Vergangenheit halt doch des Öfteren wieder mal passiert, dass es abgekackt ist. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Aber bald kommt ja Windows 10 und dann werde ich meinen Rechner eh neu aufsetzen, um dann einfach frisch. Frisch und mit ein paar Beulen, oder besser gesagt ohne Beulen, dann natürlich ja, neu anzufangen. Also, frisch aufsetzen heißt ja immer, dass das System noch mal ein bisschen besser läuft. Filmreif. Aber wir leben. Hey Trevor, I need your help. I'm taking down that train we need for the UD and I'm short a pilot. Fine. I think Lester arranged for the chopper to be at my airstrip. I'll go get it. Cool. Let me know when you're there, and I'll be on a headset. Schalte die Bahnarbeiter aus. Wollen wir mal gucken, wo der Zug ist, Alter. Ja, wie gesagt, neues Betriebssystem. Kann ich gleich meinen Rechner mit neu aufsetzen. Zwei Stück, oder was? Hey T, you there? I dealt with the guard. I'm about to flip the siding. And I'm still on the way to the chopper. Chill out! So weiche stelle ich dann höchstwahrscheinlich hier auf. Siding split. Wow, good for you! I still ain't at this alley. Komm mal aus dem Arsch, Alter. Das ist der Zug, oder was? Ja. Zug kommt. So, dann gucken wir mal, was Papa Trevor macht. I'll unhook the couplings and have a little talk with the driver. Alter, was für Ding, Mann. Haha. Krass. Lange nicht geflogen. Hochspannung. Alter. Perfekte Kamera. Da nicht, ey.
So ein Zug wiegt locker mal 50 Tonnen oder so. Hey, you don't wanna screw this up. Ja, Alter! Verarschen, Alter. Alles klar. Okay, machen wir. Wir fahren schon. Ah, die Kamera ist echt manchmal beschissen. Alter, der ist doch drauf! Gibt's doch nicht, ey. Dreh dich, Mann. Einen Flachbettwagen. Waggon. Ja. Was, Mann? So, den jetzt auch noch darauf oder was? Oder steht jetzt da schon nächster LKW? Ja. Der Zug fährt schon. Bam, Alter. Gestanden. Die falsche Fährte. So.
said you wanted a train? I got you a train, Lester. Excellent. I'll let the others know we have everything we need. We'll meet at the strip club. Okay. Treffen wir uns im Strip Club. Ja, da mehrere Fahrzeuge gelagert unterm Aha, was? Jetzt? Hat sie mir eine E-Mail gemacht? Dass sie immer mein Herz sein werden. Mein Herz ist voll, weil sie darin sind. Machen sie es gut. Was wir zusammen hatten, war etwas Besonderes. Ich liebe sie, aber ich bin eine Ehefrau und eine Ehefrau muss an der Seite ihres Mannes stehen. Patrizia M. Ja, mein Gott. So ist es. So, ich werde jetzt hier speichern. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder im Stripclub. Dann, schauen wir mal, was da passiert. Was da abgeht. Wie wir das Ganze stemmen können. Und ob wir es stemmen. Das ist ja dann auch nochmal die Frage. Aber bis dahin, wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Macht's besser. Ja. Ciao, euer Cashew.